schön, dass ihr wieder hier dabei seid bei mir auf dem Kanal. Und heute möchte ich euch zeigen oder heute möchte ich dir zeigen, wie ich meinen Weihnachtsschinken zum Räuchern vorbereite. Und zwar werde ich den erstmal klassisch pökeln und werde ihn im Prinzip mit diversen Gewürzen erstmal in eine Pökellage geben, der ganz einfach dort unter Vakuum, also in einem Vakuumbeutel für 7 Tage erstmal im Kühlschrank ruht. Und das seht ihr jetzt. Und wenn ihr weiterschauen wollt, wie der Räucherprozess bei mir im Garten dann halt vonstatten geht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr freuen, weil dann verpasst ihr natürlich auch keine weitere interessante Folge mehr hier von mir bei Ritze kocht. So. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und jetzt geht's los. So Freunde, und zwar als erstes widmen wir uns natürlich dem Schweinerücken. Ich nehme hier einen Schweinerücken und den habe ich von meinem Freund Max aus Lommatzsch bekommen. Das ist ein regionales Schwein, auf jeden Fall, was ich hier verwende. Das sollte da auch Wert drauf legen, ganz wichtig. Und zwar werden wir den Schweinerücken erstmal in Portionen schneiden. Das heißt, erstmal hier portionieren. Ich habe jetzt hier in Summe 4,5 Kilo Schweinerücken. So, den werden wir uns hier einfach mal in kleinere Stücke schneiden. Das Fett lasse ich dran, um natürlich dort auch noch ein bisschen Geschmack zu erzielen. So, genau. Gut, alles portioniert. Von daher geht es jetzt weiter zum nächsten Schritt. Genau, für unsere Pökellage brauchen wir natürlich hier ein Nitritpökelsalz und da gibt es natürlich auch eine Rezeptur dafür. Pro Kilo rechnet man ungefähr zwischen 40 Gramm ungefähr nimmt man Nitritpökelsalz für unsere Lage. Das bedeutet ganz einfach, dass wir natürlich unser Fleisch in der Hinsicht auch haltbar machen. Wir geben Farbe und natürlich auch Geschmack. Vorsicht, natürlich nie überdosieren. In einer Überdosis ist natürlich auch das Nitritpökelsalz nicht gut für unseren Körper, also auch giftig. Genau, also das wiegen wir jetzt auf jeden Fall erstmal ab. Und ich habe, wie gesagt, 4,5 Kilo, das heißt 4,5 Kilo mal 40 Gramm, kann jeder ausrechnen. Ne? Das werden wir jetzt einfach mal abwiegen. So, 190 Gramm werde ich jetzt hier nehmen. Genau, perfekt. Und jetzt habe ich hier natürlich noch ein paar Wintergewürze. Die werde ich jetzt hier mit meinem Mörser etwas klein machen. Das heißt, ich habe hier Sternanis, ich habe ein bisschen Pernelken, ich habe Zimtblüten, ich habe Koriandersaat, ein bisschen Chili noch mit dabei. Und was darf natürlich nie fehlen, etwas Zucker noch mit dazu. Ich nehme mir ein bisschen braunen Zucker, ungefähr einen Esslöffel. So, und hier ist natürlich der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auch noch ein bisschen Rosmarin dazu machen. So, hier ein bisschen frischen Rosmarin mit rein. So, den walken wir ein bisschen an. Und das tun wir jetzt hier im Mörser mal richtig schön fein zerkleinern, damit die ätherischen Öle sich schön entfalten können. Oh, herrlich. Das duftet. Ein Traum. Hier springt ihr Weihnachten jetzt vollkommen ins Gesicht. Also alles schön zermahlen. Ich
herrlich. Dieser Duft, ein Traum. So, und das gebe ich jetzt hier zu meiner Zucker, also zu der Pökelsalzmischung mit dem Zucker mit dazu. So, jetzt wird das Ganze hier schön vermischt. Jetzt geben wir hier die Schweinerückenteil dazu und tun das im Prinzip mit dem Pökelsalz so richtig schön einmassieren. Seht zu, dass es das richtig schön drinne wälzt, ein bisschen andrückt auf jeden Fall auch. Teile hier richtig schön durchwälzen. So, und jetzt kommt das Ganze in den Vakuumbeutel und dann, wie gesagt, für 7 bis 8 Tage in den Kühlschrank erstmal zum Pökeln. Also und ab damit. Rein hier in die Vakuumbeutel. So Freunde, das war erstmal das Pökeln von dem Weihnachtsschinken, von Weihnachtsschinken, Rizzos Weihnachtsschinken. Und wie es weitergeht, das zeige ich euch natürlich in dem nächsten Video. Also Freunde, bleibt dran und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gern und guckt euch natürlich auch die anderen Videos an. Also hab erstmal vielen lieben Dank, dass du bisher geschaut hast und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht im nächsten Teil. Macht's gut, der Rizzo ist raus.